2016 war ja ihr Jahr. Was erwarten Sie von 2017? Was willst du mir damit sagen? Was willst du von mir? 2016 war ein super Jahr für El Comandante Rambo. Aber 2017 wird noch besser sein. Denn ich, El Presidente Rambo, werde und meine Karriere bergauf. Kommandante, spürst du die Knister? Spürst du die Anspannung? Berlin Title, where is this Husaway Title? Bist du auch schon so aufgeregt wie Vincenzo? Sie sind meine Aufregung. Was willst du von mir? Naja, Vincenzo glaubte, dieses Mal, er hatte eine reelle Chance, El Comandante Rambo zu besiegen. Weißt du, bei der letzten Veranstaltung... Oh, die Titel steht ja wirklich außergewöhnlich gut. Also bei der letzten Veranstaltung, Vincenzo Cocotti hatte ganz knapp nur verloren gegen Lucky Kid. Das war wirklich hauchdünn. Und das alles nur, weil Vincenzo trinkte jetzt jeden Morgen eine halbe Liter Milch. Biomilch. Naja, aber Vincenzo glaubte, El Comandante Rambo würde natürlich wieder diese fiese Masche benutzen, mit seiner Armee würde hinterrücks angreifen und Vincenzo Cocotti würde wieder verlieren, weil Comandante Rambo war. Weißt du was, Pendejo? El Comandante Rambo braucht nicht seine Armee, um dich zu besiegen. Abgemacht, das machen wir so. Deine Armee bleibt zu Hause und kommt dir nicht zu reden. Vielen Dank, Rambo. Vincenzo Cocotti. Da hast du natürlich recht. Aber ganz ehrlich, heute möchte ich diesen Mann siegen sehen. Das stimmt, man würde es Rambo schon... Oh! Ansatz Headsetter und Vincenzo Cocotti!
Helikopter zu schicken. Und die gesamte Halle steht hier hinter dem kleinen Mann aus Italien. Alle auf Schulterblock in die Ecke. Noch einmal. Oh, Backflip und Vincenzo lässt sich Zeit. Ah, zu viel. Codebreaker hier von Rambo. Ja, du hast schon gesagt, beide Titel stehen auf dem Spiel. Wir können praktisch ein Double Cross, ein Titel-Titelwechsel sehen. Ja. Ganz genau. Und das ist das, was viele Fans hier sicher Rambo auch gönnen würden, mit dem Loserweight-Titel nach Hause zu gehen. Naja, wir haben vorhin die Grafik im Präsidentenwahlkampf gesehen. Rambo kandidiert und scheint da gar keine schlechte Figur zu machen. Und auch hier macht er gerade gar keine schlechte Figur. Hat Vincenzo aus dem Ring befördert und befördert ihn nun kräftig gegen den Pfosten. Ronny zielt beide an. Ist hier auch schon bei 6. Wenn Rambo sich da jetzt mal nicht zu viel Zeit lässt, rollt sich zurück in den Ring. Ich glaube, dass Rambo hier doch durchaus überheblich an die Sache rangeht. Und wie er in dem Video so schön sagte, ohne Armee wird er es trotzdem schaffen, Vincenzo zu besiegen. Ja, aber seine Armee war in seinen Kämpfen bis jetzt immer auch ein Pfund in der Hinterhand, wenn es brenzlig wurde. Und auch Vincenzo ist nicht ohne. Der Mann kann wresteln. Er ist ein Leichtgewicht, ja. Aber der Mann kann wresteln. Da hast du natürlich recht. Und vor allem ist er unberechenbar, was er als nächstes tut. Aber im Moment sehen wir immer noch Rambo, der hier draußen Vincenzo dominiert und ordentlich zuschlägt. Genau. Ronny ist schon fast leid zu zählen, weil er immer wieder von vorne anfängt. Oh, jetzt hier Slingshot gegen den Ringpfosten. Aber Vincenzo klammert sich am Ringpfosten fest. Verfehlt ihn und rammt seinen Kopf gegen den Ringpfosten hier. Und sofort ist das Publikum hinter Vincenzo, der mit einem Headbutt nachsetzt. Und das sind genau die unberechenbaren Aktionen, von denen wir eben sprachen. Deine Worte. Jetzt ist Ronny schon wieder bei 8. Aber Vincenzo ist zurück im Ring. Jetzt wird es knapp für Rambo, aber auch er ist jetzt zurück im Ring. Und weitere Schläge setzt er jetzt im Ring nach. Und macht hier natürlich Werbung für seine Kandidatur. Ja. Das war zu erwarten. Ist halt die Frage, wenn er dieses Match heute hier gegen Vincenzo tatsächlich verliert, schadet es das seiner Kandidatur? Oder wird er trotzdem seinen Wahlkampf fortsetzen können? Oh, Big Boot von Vincenzo in letzter Sekunde und Flying Body Press. Doch Rambo fängt ihn auf. Und befördert ihn mit einem Body Slam auf den Boden. Und Cover hier ganz locker. Und Vincenzo guckt. Das ist die Überheblichkeit, von der du vorhin sprachst. Ganz genau. Und mit genau dieser Überheblichkeit wirkt er ihn jetzt auch im Seil. Natürlich zählt Ronny hier an. Aber jetzt hier setzt er mit Würgen im Seil nach. Ronny zählt an. Aber das raubt Vincenzo natürlich trotzdem die Luft. Natürlich. Der hier natürlich körperlich klar Rambo unterlegen ist. Aber trotzdem nicht aufgibt hier. Er kämpft zurück mit Schlägen in den Bauch. Chops jetzt gegen Rambo. Anlauf und eingesprungen zum... Eigentlich kommt jetzt immer der DDT von Vincenzo, aber Rambo kontert sein Suplex von sehr weit oben. Cover. Nur bis 2. Vincenzo kommt raus. Rambo guckt ungläubig zum Ref und kann es kaum glauben. Aber Vincenzo ist ja unglaublich zäh, der kann einstecken. Ja, die Kleinen, die Schmalen, die sind oft so zäh, die kämpfen halt, die wissen, was heißt, Schmerzen zu leiden. Gerade Vincenzo weiß, was heißt, einzustecken. Und der nächste Body Slam hier von Rambo. Und jetzt klettert er auf die Ringecke.
Ansatz. Militärischer Gruß, aber oh, der Senten geht daneben, weil Vincenzo sich aus dem Weg rollt. Will jetzt selber hoch und jetzt wieder der High Crossbody. Nein, er springt über Rambo. Anlauf und wieder springt er über Rambo. Und Rambo setzt an und DDT von Vincenzo aus dem Nichts hier. Beide liegen jetzt am Boden. Vincenzo muss hier echt alles geben. Ronny zählt an. Rambo ist schon auf den Knien, aber auch Vincenzo robbt in die Ecke. Vincenzo greift sich seinen Gürtel. Ronny hört auf zu zählen. Hat Ronny das gesehen? Auch Rambo hat den Gürtel. Beide. Oh. Aber natürlich möchte auch keiner disqualifiziert werden. Ja, wobei, wechselt der Titel auch bei Disqualifikation? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Beide geben Ronny den Titel. Rambo, oh, Rambo lenkt Vincenzo ab und verpasst ihm einen Tief. Oh, aber auch Vincenzo kommt mit einem Tiefschlag hier. Jetzt hocken sie beide aneinander. Und Ronny guckt verwirrt, er hat schließlich nichts gesehen. Wie so oft bei den Ringrichtern, dass sie was nicht gesehen haben. Vincenzo beschwert sich jetzt bei Ronny über den Tiefschlag von Rambo. Aber Ronny... Oh, und da von hinten pirscht sich gefreiter Weber ran. Oh, oh, oh. Schönes Knie ging und schöner Facebuster hier vom Vincenzo Cucotti. So, er geht aufs Seil. Ansatz zum Flying Leg Drop hier. Und Flying Leg Drop, der Sitz und Ansatz Cover. Aber hoch und da sagt mit Scher im Ring. Was ja, macht der denn? Naja, es ist Präsidentschaftswahlkampf. Und Ahmed haut hier gefreiten Weber aus den Latschen und sorgt dafür, dass dieser nicht eingreifen kann. Jetzt der Cover 1. Oh, nur bis 2 hier. Ronny zeigt's an. Du hast es vorhin schon gesagt, natürlich könnte der Gewinn des Loserweight-Titels auch Rambo Stimmen kosten. Und das sieht Ahmed offensichtlich ähnlich. Vincenzo richtet seine Sachen und geht wieder zum Angriff über. Doch. Oh, gewaltig wird er da in die Seile geschmissen. Das kostet Luft. Aber auch Rambo ist noch angeschlagen von dem Facebuster eben. Beide holen jetzt erstmal Luft. Rambo beschwert sich hier. Tja, Ahmed hat für Gerechtigkeit gesorgt. Dafür ist ein... Oh, oh, Ansatz von Vincenzo zum Superman Punch. Daneben, aber er steht und an... Oh, Superman Punch jetzt aus dem Stand und nochmal. Rambo muss auf die Knie. Vincenzo wieder auf dem Seil. Von Rambo. Doch kann er jetzt das Cover durchziehen? Er hakt das Bein ein. Eins, zwei. Oh, Ronny erkennt, die Seile ist unter der Hand. Ronny bricht das Cover ab. Zurecht. Zurecht. Und die Halle steht hinter Vincenzo. Unglaublich. Rambo kann es nicht fassen. Und Rambo muss seine Aufmerksamkeit natürlich nun aufteilen, ne? Zwischen Ahmed Scheer und Vincenzo Cucotti. Naja, wenn Rambo sich da nicht etwas übernimmt zwischen Präsidentschaftswahlkampf und Match um seinen Titel,
Aber da siehst du die Bedeutung dieses Kampfes für Rambo und seine Kandidatur. Rambo ist auf... Oh, oh, oh! Belly to Belly! Belly to Belly vom zweiten Seil hier von Vincenzo. Und jetzt wittert Vincenzo Oberwasser. Ansatz! Und der Cutter von Vincenzo. Gekontert mit den eigenen Mitteln. Was für eine Schmach für Rambo hier. Und jetzt reißt er sich das T-Shirt vom Leib. Ansatz zum Super Punch. Und der trifft. Und jetzt das Cover. Vincenzo, komm, mach den Sack zu. Nein! Du bist zwei. Nein, das war nur die zwei. Ich fass es nicht. Mensch, selbst Ronny schüttelt den Kopf. Und ich glaube, Vincenzo kann das auch nicht fassen. Alles gegeben und doch nur bis zwei. Ronny zeigt Vincenzo an, so knapp war's. Und die Fans rasten aus. Immer noch die Anfeuerungsrufe für Vincenzo. Vorarm von Rambo hier gegen Vincenzo. Beide brauchen jetzt erstmal Luft. Rambo sitzt in der Ecke, fordert Vincenzo auf, aufzustehen. Und auch Vincenzo kämpft sich jetzt in der gegenüberliegenden Ecke hoch. Anlauf, er weicht auf, oh! 1, 2, 3, Vincenzo und den Titel! Es war 3, ich kann es nicht glauben! Vincenzo ist neuer Berlin Champion! Schlägt er hier El Comandante Rambo in einem sagenhaften Match. Und Rambo kann es nicht fassen. Rambo ist neuer Loserweight Champion. Ich muss mich widersetzen. Was für ein Match hier. Die Halle feiert Vincenzo hier. Dieser kleine Italiener, der hier heute alles gegeben hat. Was für ein Match hier. Rambo kann es nicht glauben. Nein. Jeder wird zu mir eingesagt. Das möchte ich sehr gerne machen, okay? Und vom Präsidenten persönlich wird hier noch einmal das Ergebnis verkündet. Da kann Rambo wüten, wie er will. Den Titel muss er tragen. Und das Publikum sagt es an. Für ein Hammer-Match hier direkt nach der Pause mit einem doppelten Titelwechsel.